Ja, und herzlich willkommen auch immer wieder zurück zu einer weiteren Dark Orbit Reloaded Folge. Und damit hier mal wieder heute ein bisschen was los ist, habe ich mal hier mir gedacht, vielleicht eine Quest weiterzumachen. Nur welche, das ist mal wieder hier die Frage, weil jagen gehen, das will ich dieses Mal nicht. Da sind wir schon mehr oder weniger beim letzten Mal. Und jetzt möchte ich halt nur noch kurz schauen, welche Quest ich hier vielleicht machen könnte. Beziehungsweise wo ein bisschen Spannung doch aufgebaut werden könnte. Ja. Genau, hier ist ja noch so ein Event auch gerade. Infiltration Game. Da ist hier das erste schon wieder hier. Genau, bei diesem Event überhaupt, das sind irgendwie so Aliens auf der Karte, wie man sie gerade sieht, so Piraten oder so, jeder Art. Und die kann man dann hier abschießen und man bekommt dann aber auch noch das Doppelte. Also wenn ich jetzt hier suche zum Beispiel, ein Bosskristallon ist hier, okay. Den suchen wir jetzt einmal und wenn ich diesen Bosskristallon gefunden habe und ihn schieße, dann bekomme ich die Doppelte der Belohnung. Das finde ich immer recht schön, weil da bekomme ich für einen Bosskristallon, der eigentlich gleich stark ist. Also die Aliens geben das Doppelte, aber sind nicht doppelt so stark. Okay, wo wäre jetzt hier dieser Bosskristallon? Das würde mich jetzt doch ein bisschen interessieren, wo sich der hier so befinden würde. Wo ist denn der hier versteckt? Vielleicht schießt ihn auch schon jemand. Ich hoffe es nicht. Ja, er ist schon weg. Okay. Dann können wir für diesen Bosskristallon nichts mehr tun. Und dann hätte ich mal gesagt, wir gehen jetzt hier jetzt einfach mal auf die 1-7 und dort schießen wir jetzt hier noch die restlichen Bosskristallone, die mir jetzt noch fehlen. Und dann sehen wir mal, was das sich jetzt dann noch so tun wird. Und mal schauen, ob da vielleicht ein paar Kriegsgegner sind, wer weiß. Ich lasse mich bei solchen Sachen immer überraschen. Ja, die Karte sieht wie jedes Mal einfach nur ruhig aus. So viel steht hier schon mal fest. Oh, hier in der Mitte ist schon der Bosskristallon, hier wieder der nächste. Das ist gut. Das ist schon mal hier sehr gut, weil dann kann ich den hier schon mal schießen. Und danach müsste ich jedoch die Oberkristalline. Okay, es sind Oberkristalline. Ja, zum Glück bin ich froh, dass das keine Oberkristallone sind. Ah, falsch. Oh ja, Oberkristallone. Oberkristallone. Ich verplapper mich hier schon mal wieder hier komplett. So, was tue ich hier überhaupt schon mal wieder? Ich bin ja hier schon wieder neu in der Speedconf und versuche hier einen Bosskristallon zu schießen. Das ist dann nicht gut am Schluss, wenn das so ist. Ja, das Ganze geht hier immer wieder hier jedes Mal schön voran. Ich versuche hier immer nicht an Munition zu sparen, damit wir das hier jedes Mal hier recht schnell hinter uns bringen. Solche Quests, diese Belohnung hier sind 15 Millionen. Oh, wie sieht es eigentlich mit meinen Boostern aus? Ja, sind da ein paar am Laufen. Und genau, Jackpot Arena ist ja auch noch heute, ist mir heute auch aufgefallen, heute ist ja der Sonntag. Und mal schauen, ob ich hier da auch noch irgendwas auf die Reihe kriegen werde. Ich habe mich mal wieder angemeldet. Nur mir fehlt ein einziger Booster, glaube ich. Wir schauen hier einfach nochmal nach. Ja, das ist der Verteiler Cooldown Booster und ohne den kann ich nicht viel anrichten in der Jackpot Arena. Aber ich werde auf jeden Fall mitmachen, so viel steht fest. Und natürlich werde ich hier so gut wie es geht hier klar Mitgliedsspieler. Und natürlich werde ich so gut wie es auch geht dann hier jeden einzelnen Kampf dann wieder mitmachen. Und natürlich hier auch aufzeichnen und dann könnt ihr euch das mal wieder anschauen, wie ich mich hier so im Fighten in der JPA so anstelle. Und welche Fehler ich mal wieder hier nur mache oder machen werde. Das wird sich dann noch alles ergeben. Aber jetzt einmal hier zum Bosskristallon. Ja, ich weiß nicht, dieser Klammitgliedspieler ist sehr sozial hier. Der hilft mir auf jeden Fall. Nur sein Rang, ich glaube, er war vielleicht
schon im Minus-Ehre, weil er hat hier wieder den Basic Space Piloten Rang, den niedrigsten Rang, den es fast gibt. Darunter wäre halt noch der Vogelfrei Rang und Postgrößer und Mann, hier liegen urviele Slowdarmine. Hier liegen richtig viele Slowdarmine. Die ganze Zeit sehe ich hier schon nur noch Slowdarmine. Okay. Na gut, wir schauen jetzt trotzdem einmal noch, wo hier der nächste Bosskristallon ist. Ah, hier oben. Okay, das ist gut. Hier oben haben wir dann auch schon einen wieder. Ah, das ist sogar dieser gelbliche, ja. Von diesem Event. Der bringt jetzt das Doppelte. Hier sehen wir es. Er macht gleich viel Schaden wie der normale, aber er bringt ungefähr das Doppelte. So, jetzt habe ich mich hier kurz verklickt mit einem Rechtsklick. Ja, der bringt jetzt dann ungefähr das Doppelte. Hey, ich habe einen Damage Booster erhalten. Wirklich? Was habe ich denn da gerade eingesammelt? Eine grüne Box, oder? Ja, eine Stunde Damage Booster, okay. Ich habe mir gerade gedacht, woher her bekomme ich auf einmal einen Damage Booster und dann fällt mir das nicht mal auf, dass ich eine Box angesammelt habe. So, jetzt könnt ihr gleich sehen, für manche, die es noch nicht wussten, wenn sie hier die Alien schießen, bekommen sie das doppelte Noridium. Man wird es hier jeden Moment sehen. Ich will hier ja so gut wie es geht auch den kleineren hier irgendwas zeigen. So, 1024 Uhr. Wie ein Kubikon eigentlich. Aber er ist auf jeden Fall so stark wie ein ganz normaler Bosskristallon. Also vier kleine Kristallone dann eigentlich zusammengezählt zu einem Bosskristallon und ein Uberkristallon sind dann halt 8 Kristallone. Glaube ich halt. Ich glaube, es sind 8 Kristallone. Oh, hinter uns ist einer. Das darf aber jetzt nicht wahr sein, oder? Dass ich jetzt hier irgendwie so zerstört werde hier. Ja, dieser Spieler hat es hier gerade versucht, wie ihr gesehen habt. Hat es nicht geschafft. Und sowas passiert hier natürlich den Spielern, die keine Erfahrung haben in dem Spiel. Okay. Das heißt, wir machen jetzt hier trotzdem noch weiter mit unseren Bosskristallonen, wo ich die Übersicht schon komplett vergessen habe. Uns fehlen nur noch 3 ganze Stück. Diese 3 Stück versuche ich jetzt so gut wie es geht hinter mich zu bringen. Und dann können wir schon auf die Uber-Karten fliegen. Ich weiß nicht, ob sich das hier noch so halbwegs immer ausgeht, da ich immer hier versuche, eine gute Zeit hier irgendwie zu halten, immer mit den Part-mäßigen Folgen, damit hier das nicht immer zu lang wird und ihr mal sagt, was, eine 45-Minuten-Folge? Nein, das kann ich mir nicht ganz anschauen und da sind mir schon einige Schwierigkeiten aufgefallen, die es einfach nur unmöglich machen, zu lange zuzuschauen. Also zu lange ist in seltenen Fällen gut, zu oft einfach zu schlecht. Deswegen, falls mal die Frage auftauchen sollte, wieso die Folgen nicht länger sind oder ob ich es mal machen könnte, da ist der Grund dafür. Ja, wo ist jetzt der Bosskristallon? Das ist jetzt noch die Frage. Ah, ich habe anscheinend noch gar nicht auf Suche irgendwie was gesucht. Aber ich schätze, er sollte uns jetzt hier mal demnächst irgendwo begegnen. Nur wo? Nur wo begegnet uns der Bosskristallon? Keine Ahnung, wo er sich gerade rumtreibt. Mehr als 3 Bosskristallone, glaube ich, und einen Gegner, der mich hier spontan irgendwie angegriffen hat, haben wir noch nicht gesehen. Bosskristallon, wo bist du? Hier unten. Sehr gut. Das ist hier sehr gut. Weil ich möchte diese 3 hier auch schnellstmöglich hinter mich bringen.
Ja, was ich auch so einfach mal hier so überhaupt mal zu erzählen habe, ich habe ja heute mal hier mal wieder ein anderes Design auch einfach mal so spontan gewechselt, aber das liegt eigentlich schon mehr oder weniger für die Vorbereitung für die Jackpot Arena. Die Konfigurationen bleiben bei mir natürlich geheim, also wenn manche da jetzt sagen, welche Konfis benutzt du, was mir eh oft die Frage auch schon irgendwie gestellt wird. Also ich bleibe immer bei derselben Antwort, meine Spezialkonfis bleiben aus gewissen Gründen geheim. Und meine Alien-Schieß-Konfis sind immer eigentlich normal. Das ist eine normale Speed-Konfiguration und eine ganz normale Stand-Damage-Konfiguration mit 35 Lasern und 15 Schilden. Da verändert sich nichts. Okay, uns fehlen jetzt nur noch 2 Boss-Kristallone. Dann hätten wir das jetzt auch schon mal wieder hier hinter uns gebracht. Und ich kann hier auf die 4-5 die Uberkristalline weitermachen. Und abendmäßig werde ich dann hier noch machen die Jackpot Arena. Mal schauen überhaupt, wann ich dieses Video hier hochlade. Das ist die nächste Frage. Weil wenn ich jetzt abends sage und ich lade das Video dann mehr oder weniger so nachts hoch. Oder ihr seht das erst morgen, dann... Ja, dann kann ich nicht abends sagen, weil dann wäre ja Montag. Aber es wird schon irgendwie klappen, dass ihr das Video sehen werdet. Okay. Ein letzter Postkristallon. Den möchte ich jetzt gerne noch finden, den letzten Postkristallon. Wo versteckt er sich? Gut, hier drüben gleich, das ist sehr gut. Sehr gut, dass sich der hier drüben gleich befindet. Dann fliege ich, glaube ich, hier gleich noch weiter. Auf die Map 4-5. Oder das, was sich halt noch so ergibt. Questmäßiges, ja, ich habe eigentlich nur mehr noch die ganzen Aliens-Queste zum Teil, offen, wie ich euch schon mal gesagt habe. Und die Jage-Quest, die, ja, die könnte ich jetzt eh schon bald anfangen. Und das werde ich sogar anfangen. Die werde ich jetzt auf jeden Fall jetzt mal demnächst anfangen. Letzter Bosskristallon wäre geschafft. Dann gehen wir hier mal kurz auf Tarnung. Ah, hier ist ja schon mal wieder unser kleiner Spielkamerad. Ah, okay, er hat einen guten Trick angewendet. Und ich bin natürlich gejumpt, okay. Das war jetzt nicht so gut, dass ich gesprungen bin. Normalerweise hätte er jetzt auch eigentlich springen, glaube ich, wollen. Ich werde ihn jetzt trotzdem noch verfolgen. Ich verfolge diesen Spiel jetzt auf jeden Fall noch weiter. Der wird jetzt mal so richtig hier verfolgt. Ich hoffe, ich bekomme ihn halt noch irgendwie. Ah, hier oben ist er schon. Hier oben ist er ja schon. Ja, jetzt springt er auf jeden Fall. Und ich bin mal wieder hier ein bisschen zu spät gesprungen. Und jetzt, ah, okay, er flüchtet nach oben hier, 1-6. Ich weiß nicht, ob er kämpfen will. Irgendwas versucht er gerade, er versucht auf jeden Fall zu flüchten. Slowdown-Mine hat er auf jeden Fall mal schon eingesetzt. Ich glaube, er ist weggesprungen, oder? Ja. Ja, dieser Spieler ist von der Karte weggesprungen. Da kann ich leider nichts mehr machen. Aber auch so, hiermit beende ich jetzt auch schon wieder diese Folge. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gut gefallen. Und wir sehen uns heute mal wieder beim nächsten Mal, wenn wir die Jackpot Arena spielen. Also, dranbleiben, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal.